Hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh, denn es geht weiter mit Black and White 2. Eieiei. Ich hab keine Ahnung, wo die hier gerade alle herkommen. Soll mich auch nicht stören. Wir sind immer noch weiterhin, wie immer dabei, irgendwie unsere Stadt zu vergrößern und zu verschönern. Überall liegen hier so ein paar Ressourcen rum. Mir fällt jetzt erst auf, dass wir für die Dinger hier Erz brauchen. Das ist natürlich bei dem Erzvorkommen, was wir besitzen, nicht so vorteilhaft. Aber, naja, wir kommen inzwischen an die Erzmine ran. Das werden wir also schon irgendwie stemmen können. Und den Felsen hier, den braucht keiner. Weg. Plum. Die Musik. Weiß ja auch nicht so ganz, was sie gerade möchte. Hier liegt Erz rum, aber anscheinend haben wir ein paar zu wenig Baumeister. Irgendwie fühlt sich keiner so richtig zuständig dafür. So, bekehrter okay. Baumeister. Kommt mal her. Hier stehen so viele Leute rum. So. Bekehrter Baumeister. 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 Bekehrter Baumeister. Jawohl, ja. Bekehrter Baumeister. Das kann ich wahrscheinlich nicht hinsetzen. Natürlich nicht. Bekehrter Baumeister. So. Wenn man mit ein paar mehr Baumeistern das mal vorangeht. Ey, wir haben nichts an Ressourcen außer Korn. Komm, dann bauen wir halt doch noch ein. Alkohol benebelt die Sinne aller Baumeister und Strategen. So steht es geschrieben. Ist okay. Ihr habt selber Sake. Also das soll mir recht sein. So, bauen wir hier einfach einen Kornspeicher direkt ans Tor, damit uns richtig fett Ressourcen verloren gehen, wenn wir angegriffen werden. Wobei es ja bisher so scheint, dass eigentlich... benötigt auch Erz. Benötigt nur Holz. Aber wir haben noch kein... Nee, warte. Herrenhaus. Landhäuser haben wir noch keine. Was wollte ich sagen? Ja, okay. Bisher waren die Angriffe ja noch nicht so schlimm. Solange das Spiel da nicht plötzlich einen draufpackt, werden wir auch das irgendwie überstehen. So. Ein paar Landhäuser hier hin. Ich denke, so viel wie jetzt auch so schon hingewandert sind, wird es nicht schaden, ein paar Häuser mehr zu haben. Hier passen sie nicht. So vielleicht. Aber ja, passt das automatisch an. Ja, egal. Auch nicht so wild drum. Komm, weg. Das Fenster können wir aber zumachen. Oder wie schaut denn das aus mit Punkten? 41. Hoppala. Na, komm. Eine Folterhöhle ist natürlich nicht so schön. Gefängnis. Bei dem Vorkommen, was wir hier nur haben, ist vermutlich ein Sägewerk nicht verkehrt. Dann können wir aus dem bisschen, was wir an Ressourcen beziehen, vielleicht noch ein bisschen mehr rausziehen. Ich denke, keine allzu schlechte Idee. Mit dem Korn. Sorgt das ja auf jeden Fall dafür, dass wir mehr als genug haben. Die sind nicht amused, wenn wir ihnen das Teil dahin setzen. Na gut. Dann setzen wir es dahin. Und lass mich raten, vermutlich brauchen wir Holz für die Sägemühle. Kaum was. Mehr Erz. Liegt hier nichts mehr rum. Warum strömt unser Volk in ihre Stadt? Weil sie schön ist. Noch mehr Baumaterial für ihre Gebäude. Das wäre ein geeignetes Heim für einen Kaiser. Allerdings können wir nicht sagen, dass da gezielt drauf gegangen werden soll. Kann aber hier mal dich mitnehmen. Euch mitnehmen. Das eine war zwar ein Brüter, aber egal. Kann man sagen. Bekehrter Veredler. Genau, Veredler. Bekehrter Förster. Dann geht das hier hoffentlich mit dem Holz schon mal ein bisschen voran.
Na gut, jetzt haben wir hier natürlich überhaupt gar keine Ressourcen mehr. Eine Schmelze gibt es uns für 60.000. Das wäre dann vermutlich die nächste Überlegung. Hup. Ach, sieh an. Ein bisschen Erz. Das ist noch nicht fertig gebaut? Nee. Aber es wie. Das, ja. Dann vielleicht auch irgendwann mal. Hoffentlich reicht die Reichweite gleich, damit wir da vielleicht herankommen. Hier entstehen weiter Häuser. Mit den Märkten haben sie sich irgendwie noch nicht so angefreundet. Muss ich für die Märkte auch Leute einstellen? Nee. So nur Brüter. Auf dem Kindergarten Brüter, das lasse ich mal unkommentiert besser. Ist das wahrscheinlich. Bekehrter Veredler. Haben wir wahrscheinlich eh schon genug. Und, na komm. Ihr habt es gleich. Fast geschafft. Fast geschafft. Jawohl. Und, das, verdammt. Fast. Ja, dann scheiß drauf, wenn wir die Bogenschützen auch hier hinten gebaut haben, weil ich es eigentlich ein bisschen außerhalb haben wollte. Ja, ist hier ein Dietz. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht machen. Es muss aber irgendwas geben. Ah, erobert wieder was? Die Sau, die kommt uns langsam echt erschreckend. Na, das gefällt mir nicht. Ja, Brunnen und sowas ist halt alles wieder so Optikkram, aber da könnte die Leute ja auch nochmal hierher ziehen lassen, im Bestfall. Ich hätte trotzdem gerne noch irgendwas, was da oben nur noch so ein bisschen Reichweite erzeugt. Hier irgendwie noch ein paar Pflanzen. Wenn Touris in die Stadt kommen, können sie sich direkt Pflanzen holen. Das wäre doch was. So. Hoffentlich reicht das. Jetzt mal selber schnell hoch hier. Genau, perfekt. Ein bisschen Erz hier. Das war ein Funzel zu wenig. Nee, reicht. So, und das reicht gerade so. Perfekt. Müsste zumindest. Nee. Ja. Baut ist nicht fertig. Jetzt. Oh, endlich. Sehr gut. Sind wir zumindest von der Seite geschützt. Das finde ich, glaube, ganz gut. Ja, verdammt, ihr. Selbst wenn ich das Tor aufmache, dreht es wahrscheinlich um. Lauft ihr den großen Weg nochmal links wieder rum, oder wie? Na kommt, dreht um. Kommt wieder zu mir. Nee, das überzeugt sie nicht mehr. Die laufen jetzt den weiten Weg außen rum. Ja. Was machst du jetzt hier? Minenarbeiter. Gibt hier irgendwo ein Fünfzigchen Erz? Oh ja, da. Ha, die Menschen pilgern in unsere majestätische Hauptstadt. Keiner eurer Städte ist vor unserem Kampfeswillen sicher. Naja, pilgern zu euch, du eroberst hier alles, was ich niemals gefest ist. Nachdem ich dachte, dass du eher so der friedliche Guy wärst. Ob das hier noch ausbricht, da ist schon bestimmt Lava. Irgendwo hier. Ach, ja, auch nicht. Ansonsten, hier beten sie irgendwie diese Sirene an. Das wird uns noch fertig machen, ich sehe das schon. Oh, wo ist hier? Hier war irgendwo Feier. Ich hab doch hier Party gehört. Irgendwo Party? Nee. So, ich überprüf's nochmal. Die gehen jetzt wirklich da lang. Ja, dann halt wieder zu hier die Tore. Ist das halt so. Ja, dich wollte ich nicht. Das wollte ich machen. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir, Leo?
Oh, du bist ja groß und muskulös geworden. Ja, du machst das fein. Mein Großer. Ja. So, was? Jede Folge mal kurz kraulern wenigstens. Wenn er schon sonst nicht groß irgendwas beizutragen hat. Leider. Ansonsten, naja. Das mit dem Holz wird zumindest so einigermaßen. Das wird hier gerade eher nicht so. Habt ihr sonst Wünsche? Wohnhäuser natürlich wieder. Das ist ja... Ihr seid ja kreativer denn je. Dass ihr euch weiterhin nur Wohnhäuser wünscht. Naja, gut. Da kann noch was hin. Ah, nee, dann nicht. Na, komm, na, nee. Ach, egal. Da brauchen wir nicht zwingend mehr einen Weg. Was ist das? Alter Scheim. Ja, haben wir nicht schon eins? Nee, haben wir noch nicht. Und dann kommt ihr damit jetzt erst um die Ecke. Na, ich hätte natürlich auch selber mal aufpassen können, aber... ja, Altersheim neben Friedhof, das klingt doch wieder nach einer schönen Sache. Dann ist der Transportweg nicht so weit. Und hier kann man nochmal einen Weg rüber basteln. Das ist alles irgendwie connected. Hier können wir nicht viel anstellen. Können nochmal ein paar Wiesen bauen. Ah, ne, Fruchtbarkeitsstatue, wollen sie? Dann sollt ihr einen Grund bekommen, euch weiter zu mehren. Tod? Habt ihr euch gerade tot gesoffen hier, oder was? Er spielt mit Plüschi. Das ist auch gut. So, damit haben sie auf jeden Fall so genug Bauprojekte. Werde ich hier wieder helfen. Das dauert sonst irgendwie zu lang. Weil wir ja noch kein Altersheim haben. Sorgt das ja vielleicht dafür, dass wir hier noch ein paar Leute wieder anlocken. Wunderbärchen. Und das schaut inzwischen auch gar nicht mehr so schlecht aus wie zwischenzeitlich. Ich nehme hier so viel, brauche gerade mal 300. Na, komm, hier, Funze. Respekt vor den Alten und Schwachen ist ein Zeichen von Stärke. Ja, hä? Das sehe ich genauso. Die machen hier ein bisschen Bogenübungen. Können sie tun. Durchschlafen? Was tust du? Ich verhungere. Das sollst du natürlich nicht. Hier, ein bisschen Schrupp. Hey, Leo. Hi. Hier, essen. Ja, nimm dir. Nein, du sollst nicht auf das Spielzeug. Du sollst essen, du hast gerade gesagt, du verhungerst. Hey. Leo, hallo. Hallo. Kackt er jetzt auf den Teddy? Ich will nicht, dass er auf den Teddy kackt. Essen. Essen. Los, Leo. Bisschen futtern. Bisschen Yam-Yam, Leo. Ja, es schaut ganz lecker aus. Ja. Ja, ich wollte nicht an den Eiern kratzen, das tut mir leid. Aber ja, ständig Getreide. Einfach nicht genug von Getreide. Los, jetzt schlag rein. Schlag zu. Na los. Anscheinend kann er nicht essen, wenn er sich beobachtet fühlt. Los. Ja, dann nicht. Ist okay. Er traut sich um keinen Bauarbeiter mehr hin.
da. Oh, Wölfe. Eine kleine Wolfsfamilie. Und hier pilgern die auch mal so langsam zu uns. Hier bleiben die Dörfer wiederum erhalten. Hier wandern sie zu uns, da bleiben sie wieder. Seltsam. Nicht nachvollziehbar die Mechanik für mich. Egal. Klappt ja dennoch. Nahrung hier schon wieder voll. Ich glaube, wir können irgendwie mal Bauern. Ja, genau das würde ich nicht tun. Abbeziehen. Oh, wir sind eine Großstadt. Bekehrter Förster. Wunderbar. So, hier, den Bauer können wir auch einmal hier eine Minenarbeit packen. Bekehrter Minenarbeiter. Minenarbeiter. Hier scheint alles fertig gebaut zu sein. Sie wollen noch ein Lager, was schon wieder Getreide über Durst ist. Das ist super. 21.000. Wir können immer noch nichts Neues erforschen. Bevölkerung, Kinder. Wir könnten mehr Kinder gebrauchen noch anscheinend. Die Teile werden noch gebaut. Die hier ist fertig. Brauche hier nochmal einen hin. Sollen sie sich mal vergnügen können. Als sie entsprechend könnten man hier natürlich nochmal... Bekehrte Brüter. Ja, Brüter hier. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. So. Geht das vielleicht auch mal ein bisschen voran. Wenn wir hier ein paar mehr kleine Kiddies bekommen. So wie ihn hier. Dann schon. Sehr Japan-lastig inzwischen unser Dorf. Kaum noch Griechen. Aber trotzdem alle friedlich zusammen. Da fällt ihm gerade so die Latte aus der Hose, als er ihr begegnet. Und jetzt schnappt er sich seine Latten. Oh, und hier ist Fett Party. Mit Disco-Lichtern sogar. Und da freuen sie sich, dass es mitten in der Stadt steht. Ich weiß ja nicht. Aber die Leute finden es toll. So drumherum. Heißt eigentlich, hier können wir sowas auch nochmal hinsetzen. Weil anscheinend hat das ja so einen Einzugsbereich. Ja, und dann Getreide bauen wir einfach hier auch noch ein. Ein Lagerhäuschen. Und das kommt von mir aus hier hin. Können wir vielleicht ja irgendwann mal in die Richtung unserer zweiten Mauer. Und da kommt auch langsam das Völkchen an. Ansonsten rekrutiere 100 Soldaten und baue ein Mythenwunder. Das sind... Ja, Mythenwunder hätte ich kein Problem mit. Soldaten rekrutieren will ich nicht machen. Das ist dann halt schon wieder dieses Ding. Ja gut, es gibt glaube ich Punkte. Es ist nicht zwingend erforderlich, um den Abschnitt hier zu beenden. Wir können natürlich noch mal hier probieren. Das wird sicherlich hinhauen. Hat ja bisher so gut geklappt. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Manu, einfach nur anklicken. Du musst härter trainieren, um die Macht des Chi zu bündeln. Geh grad mal nebenbei. Wenn du bereit bist, versuche es erneut. Ja, Großmeister Kai. Black and White 2. Ich probiere es jetzt einfach hier eben nochmal mit anklicken, einfach dann im richtigen Zeitpunkt. In irgendeinem Zeitpunkt. Wie heißt die Mission denn? Mönchsprüfung. Nein. Kanalisiere dein Chi, Schüler. Mönchsprüfung. Spieltipps.
So, jetzt schauen wir mal nach, wie das hier klappen soll. Und ihr hättet auch einfach hier gerade den... Aber na gut. So. Die Geister, die haben wir. So, genau, dann können wir Sachen und Leute weghauen. Du musst die Geisterhand aktivieren. Meist rechts, Aktionstaste stimmt doch gar nicht. Ist doch die linke hier. Was ist doch das hier? Dann können wir den hier machen. Juhu. Melodie bei böse oder Frauen. Nee, bei gut Frauenchor, bei böse mehr ein Rauschen. Passiert das, was oben in der Klammer steht. Ich sehe hier nichts in der Klammer. Aber auf jeden Fall ist es dieser Frauenchor. Du musst die Geisterhand über den drei Steinen der Reihe nach bewegen, bis der Mönch zum Schlag ansetzt. Die Steine fangen an zu qualmen. Sie müssen stark qualmen, damit der Mönch sie zerstören kann. Also nichts irgendwie mit dem Timing oder sonst hier was. So, ihr dürft ihn hier nur einziehen. So, das war jetzt sicher spannendes Standbild hier, aber das... Entschuldigung, das muss ich jetzt eben mal nachschauen. Da qualmt glaubt nichts. Du musst härter trainieren, um die Macht des Chi zu bündeln. Wenn du bereit bist, versuche es erneut. Ja, Großmeister Kai! Da hat zwischenzeitlich kurz was gequalmt, aber... Nein. Lösung. Kanalisiere dein Chi, Schüler. Das... Ja, komm, wir probieren es nochmal. Irgendwie muss das ja klappen. Ja, so. Das schaut gut aus. Jawohl. Gut gemacht. Das geht doch. Endlich. Das war ja mal eine... Da hätte man bestimmt auch schon ganz viel früher drauf kommen können, aber... Das ist eine Scheißmission, ernsthaft. So... Warte, der ganze Tisch. Na, komm. Jawohl. Endlich. Es ist ja... Wow. Das war toll. Du hast die Prüfung bestanden, Novize. Ihr habt euch den Tribut verdient. Dankeschön. So. Heißt, dass wir in der nächsten Folge mal wieder ein bisschen mit den Tributen shoppen gehen können. Das ist auch nicht großartig, also ein bisschen. Wir haben schon wieder so viel Korn in allen Dingern, dass wir gleich schon wieder das nächste Lagerhaus bauen können. Ich sehe das schon. Aber. Ja, für diese Folge soll das reichen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Black and White 2.